Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag? Heute ist Vollmond. Was bedeutet das? Sonne und Mond liegen gegenüber, Auge zu Auge, sie schauen sich an. Mond empfängt die Licht von der Sonne. Und wenn die beiden Lichter, Sonne und Mond, gegenüber sind, dann kann die Sonne ganz und voll den Mond beleuchten. Und das ist die Leuchtkraft, den Mond, und mit dieser Kraft beeinflusst sehr stark unserem Leben, beeinflusst sehr stark auch unserem Gefühlen. Natürlich ist die Hormonhaushalt unserem Gefühlszustand ein bisschen angespannt. Die Energie ist sehr stark. Aber in diesem Vollmondtag sollen wir die Ruhe bewahren und wir sollen als Fest betrachten, weil hier zeigt sich das Göttliche, diese schöpferische Kraft auf die Erde. Und so sollen wir diese Vollmondtage auch begrüßen wie ein Fest, ein Zeichen für die Schöpfung, diese Leuchtkraft, diese leuchtende Energie, weil das beleuchtet auch unserem Leben, beleuchtet unserem Lebensweg. Und im Vollmond sollen wir Klarheit bekommen, Orientierung über etwas, aber auch diese innere Ruhe, das ist sehr wichtig, weil wir reagieren im Vollmond etwas empfindlicher als sonst. Also wir sollen heute nicht allzu viel vornehmen, sondern eher den Tag wirklich wie ein Fest begrüßen und erkennen die Schöpfung, erkennen unserem Schicksal, unserem Schicksalsweg, dass wir Klarheit bekommen. Und dazu empfehle ich, ein Halbedelstein, was uns stärkt, stärkt unserem Selbstbewusstsein. Und die Sonne hat einen Bezug zu unserem Selbst. Und ein Vollmond bekommt die Mond die Sonnenkraft, die Sonnenenergie, weil es ist immerhin die Energie der Sonne, die Licht von der Sonne, was Mond empfängt und uns reflektiert. Dieser Feuerstein, was ich empfehlen möchte, das ist der Halbedelstein Pirit. Die Pirit sollte man nicht direkt auf dem Haut tragen und so ist es in einem kleinen Fläschchen. Und diese kleine Fläschchen befindet sich auch in meinem Shop. Also Sie können das gerne auch bestellen. Und das befindet sich unter www.denderasusannamedici.com. Was hilft Pirit? Wie ich schon sagte, sollten wir nicht direkt auf dem Haut, weil das reizt unserem Haut, kann zum Ausschlag fühlen und das ist der Grund, wie ich schon sagte, dass es so kleine Fläschchen ist. Dieser Pirit stärkt unserem Selbst, stärkt unserem Selbstbewusstsein, löst Angst und Blockaden aus. Also für Blockaden, Auflösung wirkt auch sehr gut. Das ist die Feuerstein, es wärmt, wirkt auch an unserem Liebesleben, gibt uns Optimismus, Mut und Kraft, damit alles steigern kann. Und diesem Halbedelstein Pirit hilft dabei, die Ursache erkennen in einer bestimmten Situation. Warum ist es so? Was ist die Ursache? Damit das klar und deutlich sehen, so wie in einem Vollmond sollen wir auch etwas erkennen und sehen, die Augen öffnen. Dazu passt ganz gut dieser Halbedelstein Pirit. Wir sehen die Ursache. Auch bei Krankheiten, wenn wir wirklich hilflos sind und wir wissen nicht, woher diese Krankheit kommt, hilft Pirit, die Ursache zu erforschen und natürlich auch diese Blockade auflösen und Ängste bewältigen. Wie ist die Bewegung Sonne, Mond und die Sterne? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Mond bewegt sich
in Tierkreiszeichen Skorpion und unserem Planet Erde bewegt sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Gerade bei diesem Vollmond ist Mond ganz nah zu der Erde und bekommt einen Einfluss von einem Sternbild. Und diesem Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar. Das ist der Kreuz des Südens. Und in diesem Sternbild Kreuz des Südens befindet sich die Südpol. Und dieser Kreuz des Südens hat nochmal eine Bedeutung und das ist Religion, die Gottesverbundenheit, die Schöpfung und einen spirituellen Weg und Erkenntnisse. Also das ist der Einfluss von den Sternbildern auf unserem heutigen Vollmond und wirkt auch auf unserem Planet Erde. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zu den Planeten und entfernt sich von dieser Position, von diesem exakten Vollmondposition und kommt zu einer Verbindung zum Alpheka. Alpheka ist die Perle der Krone. Krone ist auch ein Sternbild im Himmel und das ist die Perle. Und das war ein Geschenk von Liebesgöttin Venus oder Aphrodite, so wie die griechische Mythologie Venus bezeichnet. Und das war ein Hochzeitsgeschenk, diese Perle für und auch diese Krone für Ariadne. Ariadne war die Braut von Weingott Dionysos und Venus wurde eingeladen auf diesem Hochzeit oder Aphrodite, so wie Mythologie wir über Venus sprechen. Aphrodite wurde eingeladen auf dieser Hochzeit von Weingott Dionysos und Ariadne und diese Krone war ein Hochzeitsgeschenk von Venus und das ist die Perle dieser Krone Alpheka und diese Perle bestrahlt unserem heutigen Mondbewegung und Mond saugt das alles auf, diese Energie und vermittelt uns weiter. Somit beeinflusst unseren heutigen Tag. Natürlich kann das eine Verlobung sein oder ein Hochzeits oder ein Geschenk oder eine Einladung. Eine Perle entdecken wir im heutigen Tag. In dem Moment, wo dieser exakte Vollmond ist, das heißt Sonne, Mond exakt gegenüberstehen, steigt die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont auf. Damit auch Saturn, unser Schicksalsplanet, aber nicht nur Saturn, was unserem Schicksal beeinflusst, korrigiert, sondern auch die Lilith-Energie. Das heißt, das spüren wir. Und hier in diesem Bereich, gerade bei diesem aufsteigende Tierkreiszeichen, Steinbock in diesem Moment, wo Vollmond ist, auch die Mars-Energie und das ist die männliche Liebesplanet und diese Lilith-Energie beeinflusst auch noch die Gefühlszustand in erster Linie die Männer. Und was vermittelt Lilith? Die Sehnsüchte, die Männer haben gerade, das löst bei den Männern etwas stark aus, die Sehnsüchte nach der Liebe, die Sehnsüchte nach Partnerschaft. Und Saturn erteilt hier eine wichtige Lernaufgabe für die Männer, über Gefühle zu sprechen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, das ist ein Skorpion-Vollmond. Und Skorpion natürlich symbolisiert auch die Prozesse, die Transformation und vermittelt auch männliche Kraft, immerhin Mars. Herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion und das ist auch die innere Kraft, weil da kommt noch die Pluto-Energie auch dazu und das ist wirklich die innere Kraft und das Transformieren, die Gefühlszustand, das heißt Ängste loslassen und Zweifel, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen. Aber die stehen alle in Verbindung. Und heute entsteht gerade in dieser Vollmondposition ein Jodfigur. Und diese Jodfigur hat eine wichtige, sehr wichtige Aussage.
Hier vermitteln sich drei Tierkreiszeichen bei diesem Jodfigur, bei diesem, es ist ein Dreieck eigentlich, was im Himmel in Verbindung steht. Und hier verbindet sich drei Tierkreiszeichen. Einmal die Tierkreiszeichen Skorpion, dann die Tierkreiszeichen Steinbock und dazu kommt noch die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und die wirken gemeinsam, löst was aus in unserem Alltag, die Ereignisse, oder löst etwas aus in unseren Gefühlen. Und das ist sehr stark, weil die Vollmond stärkt diese Energie. Das Problem ist, dass hier drei Elemente gleichzeitig wirken. Skorpion ist Wasserelement, aktiviert unsere Gefühle. Vollmond verstärkt das alles. Dann die Steinbock, die Erdeelement, Sicherheit, Stabilität, Realität, etwas in Form zu bringen. Und die Zwilling, die Luftelement, die Leichtigkeit, auch die Kommunikation. Und was gleichzeitig aktiviert ist und dazu die Wasserelement eher passiv, Erdeelement ist auch passiv und Luftelement ist aktiv. Man weiß nicht, wie man handeln soll. Eine totale Unsicherheit löst aus in unserem Gefühlszustand, in unserem Liebesleben, immerhin Mars und Venus miteinander verbunden. Mars im Steinbock, Venus im Zwilling sind miteinander verbunden. Und dann kommen die Gefühle, die Mondenergie in Skorpion, die Gefühlszustand. Dann die Lilith-Energie, diese Sehnsüchte, also aktiviert Sehnsüchte, Gefühle, Liebe und eine totale Unsicherheit. Und man weiß nicht, welche Richtung sollten wir orientieren. Für die Männer ist das eine eindeutige Lernaufgabe, die Herz zu öffnen, über Gefühle zu sprechen. Die Lernen, die sind gerade in diesem Prozess. Die Lilith löst auch aus dieser Sehnsüchte und die Lernaufgabe, das nicht unter dem Teppich kehren, sondern darüber sprechen. Und dann kommt natürlich die Venus-Energie dazu, das ist die weibliche Liebesenergie im Zwilling und die Mond in Skorpion, diese Transformation. Aber die Elemente sind nicht in Harmonie. Es ist auch keine Spannung, weder Harmonie noch Spannung, sondern eine totale Unsicherheit, ein Hin und Her, eine Vielleicht. Ich weiß nicht, soll ich nicht. Das ist der Zustand. Die Männer wissen nicht, wie das vermitteln sollen. Wie sollen sie über Gefühle sprechen? Die Sehnsüchte sind aber da. Und die Damen, wissen sie nicht, sollen sie warten oder aktiv sein, kommt eine Nachricht oder sollen sie schreiben. Im Zwilling geht es um Kommunikation, kommt etwas, spricht er über Gefühle oder zieht er sich eher zurück. Die Männer trauen das nicht zu sagen, die laufen davon von ihren Gefühlen, aber dieses Gefühl ist sehr stark da. Die Sehnsucht ist sehr stark da. Und woran liegt die Lösung? Weil es gibt immer für allem eine Lösung. Auch bei diesem Figur gibt es eine Lösung. Und das ist das Spitze des Dreiecks. Und das ist Venus im Zwilling. Venus, Liebe, Harmonie, Frieden, Kunst, Kreativität. Im Zwilling, die Sprache, die Luftelement, die Leichtigkeit. Jetzt viel nachzudenken und planen ist nicht die Lösung. Ein Rückzug ist auch nicht die Lösung. Davonlaufen ist auch nicht die Lösung. Etwas in Zukunft planen, wie geht es weiter, ist auch nicht die Lösung. Jetzt versinken in Emotionen wie Angst oder Zweifel ist auch nicht die Lösung. Wo liegt die Lösung? Spielerisch entgegenkommen. Kommunizieren und mit dieser Leichtigkeit, mit Humor dafür sorgen, dass die Beziehung zustande kommt. Da können wir die Beziehung befestigen und den Tag genießen. Ein Entgegenkommen. Wer soll entgegenkommen? Die Männer sollen entgegenkommen. Und was sollen die Damen tun? Vertrauen und lachen und Vertrauen des Fluss des Lebens und spielerisch betrachten.
Heute sollten wir vielleicht mal einen Blick werfen auf die Kinder. Wie spielen sie im Spielplatz? Schreiben sie auf, welche Lernaufgabe sie haben, miteinander zu kommunizieren? Oder machen sie viel Gedanken, welche Gefühle hier entstehen? Haben sie Angst, ihre Freunde ansprechen im Sandkisten? Haben sie Angst davon? Nein, die spielen einfach fröhlich. Und daran liegt die Lösung und das ist die Botschaft. So sollen wir miteinander kommunizieren, auch in die Liebe, Partnerschaft. Kein Druck. Und bei den Damen, die vertrauen, für die Männer gilt, spielerisch mal über Gefühle zu sprechen. Und wenn sie das nicht fertig bringen, dann sollen sie ein Blumen schenken oder ein Lied oder ein kleines Geschenk. Und dann passt wieder der Einfluss von Alpheka, dieser Hochzeitsgeschenk, was Aphrodite in diesem Hochzeit Ariadne gegeben hat. Ein kleines Geschenk. Und das ist die Vollmondenergie. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen an. Nun, in diesem Moment steigt die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont auf und ich beginne mit dem Steinbock geboren. Sie haben gerade diese Sehnsüchte. Auch die Lernaufgabe, natürlich die Mond- und Sonnenenergie vermittelt uns, dass alle, also das sind nicht nur die Steinbock-Geborenen, damit betroffen, aber hier ist eher ausgeprägt, weil hier gibt es auch noch eine Lernaufgabe und die Lilith-Energie aktiviert etwas. Und das spüren sie, die Steinbock-Männer in erster Linie, die Männer. Das heißt, hier entsteht auch diese Lernaufgabe, etwas spielerisch betrachten, mit Humor zu nehmen, kommunizieren. Und wenn die nichts, ich liebe dich, über die Lippen bringen, dann sollen sie wenigstens Blumen schenken, damit die Dame das auch verstehen. Und so kommt das alles in Harmonie und immer auf dem Kinderdenken beobachten. Wir können von den Kindern sehr viel lernen. Und das können wir jetzt übertragen auf die Beziehung und dann entsteht kein Druck, auch keine Missverständnisse. Und wenn mal Missverständnisse waren, dann soll auch eine Versöhnung da sein, wie die Kinder auch. Sie hauen auch mal auf den Kopf und im nächsten Moment spielen sie fröhlich weiter. Sie diskutieren nicht darüber. Und das ist eine Botschaft von mir für diesen heutigen Vollmondtag. Also wichtig ist die Steinbock geboren, die Sehnsüchte, die Gefühle, Liebe, Partnerschaft. Natürlich ist auch eine gewisse Lernaufgabe dabei, aber wir sind jetzt nicht in die Schule. Auch brauchen wir keine Prüfung, Angst zu sein. Wir brauchen Luft zum Atmen und Leichtigkeit. Und die Luftelement ist auch aktiv, also etwas in Bewegung setzen. Und dann kommt die Feuerelement dazu, was kein Teil von diesem Dreieck ist, sondern fehlt das. Das ist die Begeisterung und natürlich auch dieser Feuerstein. Spirit hilft auch dabei, unser Feuerelement aktivieren. Und das ist wichtig für die Steinbock-Geborenen. Und so kommt alles in Harmonie und kommt alles in Bewegung und sie sind auch dann wahrgenommen und das führt auch zum Erfolg. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren, ist eine gewisse Unsicherheit da, die Gefühle sind ein bisschen durcheinander, aber wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, dann kommt auch die Begeisterung, die Bestätigung und eine gute Nachricht. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren ist eine fließende, harmonische Energie und die Fischen geborenen spüren auch dieses inneren Gleichgewicht und die innere Stimme, die Intuition. Es ist gut für die Fischen geborenen, mal meditieren oder bei diesem Vollmond nachdenken, wie geht das weiter, dass sie Klarheit bekommen und selbstverständlich in Vertrauen bleiben. Dann kommt das alles in Ruhe und kommt auch alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wiedergeboren ist sehr wichtig, die Werte, Wertschätzungen und diese Unsicherheit an sich selbst auch Zweifel, diese Unsicherheit überwinden.
und ein wichtiges Gespräch zu führen, etwas klären. Und in diesem Vollmond nicht nur ein klärendes Gespräch führen, sondern wir können auch mal einen inneren Dialog führen. Da mal eine Klarheit bekommen, wie geht das jetzt weiter. Aber nicht mit Angst, auch nicht mit Druck, sondern wirklich mit Leichtigkeit. Etwas vornehmen, was uns begeistert. Und wir sollen auf dem Herz hören, das stärken. Und so können wir etwas in Bewegung setzen. So kommt die Aktivität auch bei den Wiedergeborenen. Ein Neuanfang und die Ergebnis ist schon da, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen auch Klarheit, Sicherheit, Stabilität, einen festen Boden unter den Füßen. Und in diesem Vollmond ist auch wichtig, da Klarheit zu bekommen, welchen Weg möchten sie gehen, was sollen sie familiär vielleicht in Ordnung zu bringen. Aber hier gilt auch spielerische Art und Weise und mit Humor eine Versöhnung in die Familie. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen vermitteln diese Liebesenergie, natürlich diese Liebesenergie und Gesprächen. Und diese spielerische Art, diese Leichtigkeit gilt für die liebe Partnerschaft, aber gilt auch für Familie, zu Eltern, zu Kindern, dass da eine Versöhnung kommt. Und all das, was passierte, wir müssen nicht immer alles ausdiskutieren, sondern einfach lachen darüber. Und dieser Humor, das hilft als Lösung und das vermittelt diese Leichtigkeit gerade die Zwillingsgeborene, auch bei Gesprächen, auch bei Gefühlen, bei Emotionen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten und kommt die Versöhnung in allen Ebenen, kommt es in Harmonie und in die liebe Partnerschaft. Natürlich ist das ein sehr wichtiges Thema. Die Zwillingsgeborenen sollen nur ihre Unsicherheit überwinden. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist gerade eine fließende Energie und ein sehr starker Einfluss von diesem Vollmond. Erstes Mal verbindet sich hier zwei Wasserelemente, Krebs und Skorpion. Und Mond hat auch einen sehr starken Einfluss auf den Krebsgeborenen, weil Mond herrscht über die Krebsgeborenen. Und natürlich öffnet sich die Augen für etwas, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, nicht nur um den Gefühlszustand, sondern auch um die berufliche Situation kommt auch Klarheit. Und dann können die Krebsgeborenen das bestimmen. Und wann ist der richtige Augenblick zum Handeln? Da haben sie ein gutes Gefühl, die Krebsgeborenen, und sie sollen auf diese Intuition vertrauen. Die Tierkreiszeichen Löwengeboren ist eine gewisse Spannung. Diese Spannung löst die Vollmond aus, aber nicht in dieser Spannung oder Angst oder Missverständnisse auf den Probleme denken heute, sondern den Tag wie ein Geschenk betrachten, wie ein Fest von dem Schöpfung. Und die Ruhe bewahren, nichts viel unternehmen, gerade auch nichts Neues anfangen, sondern den Tag genießen und warten, bis die kommenden Tage die Energie besser ist, wo alles im Fluss kommt und die Bestätigung und die Begeisterung. Und das kommt auch in die liebe Partnerschaft, aber auch in beruflichen Situationen ist eine gute Nachricht, ist schon unterwegs. Heute fühlen sich die Löwengeborenen ein bisschen beengt oder die Möglichkeiten sind beschränkt im Augenblick an die Liebe. Die Hände sind gebunden, sie wissen nicht, wie mit den Gefühlen umgehen sollen, was ist zum Erwarten, aber nicht in die Angst, nicht zum Angst neigen, sondern einfach den Tag mal so genießen und mit Humor nehmen und das Glück kommt, das ist schon unterwegs. Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen kommt alles in Ruhe, kommt alles im Fluss und sie können diesen Vollmond genießen, die bekommen die Bestätigung, die Klarheit und die liebe Partnerschaft ist vielleicht noch Unsicherheiten da, aber in anderen Lebensbereichen, auch finanziell, auch beruflich, läuft das alles
Prima. Bei den Tierkreiszeichen Wagen geboren, ist das eine Wandlung und kommen Veränderungen, keine Angst von diesen Veränderungen, sondern wirklich in dieser Leichtigkeit bleiben und spontane Entscheidungen treffen. Und was so spontan kommt als Idee jetzt in diesem Vollmond, da die Augen öffnen, dann ist das der richtige Weg, weil die Vollmond beleuchtet dieser Weg. Nicht allzu viel überlegen, ist es richtig, ist es nicht, sondern intuitiv, spontan handeln. Führt die Wagengeborenen mehr zum Ziel. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, hier befindet sich dieser Vollmond, eine ganz starke Energie, was die Skorpiongeborenen auch fühlen. Wichtig ist, in eine Richtung orientieren, und das ist die Liebe, Partnerschaft und die Venus-Energie, die Harmonie, aber nicht zu emotional reagieren, sondern mit Leichtigkeit. Das vermittelt gerade die Zwillingsenergie und die Kontakte, die Gespräche sind sehr wichtig. Bei Skorpiongeborenen kann die Ausland jetzt gerade eine wichtige Rolle spielen, entweder eine Reise oder Kontakte von Ausland, eine Begegnung im Ausland oder ein Besuch von Ausland. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren, wird in die kommenden Tagen etwas in Bewegung kommen. Liebe Partnerschaft ist sehr wichtig, das spiegelt etwas im Leben gerade. Aber nicht in Emotionen versinken, sondern das wirklich mit Leichtigkeit nehmen, bringt alles viel mehr voran. Das vermittelt die heutigen Vollmond und das gilt auch für die Schützengeborenen. Und wenn heute noch die Bestätigung oder diese Antwort nicht kommt, dann ist schon in die Tagen zum Erwarten. Also wichtig ist im inneren Gleichgewicht, in inneren Harmonie bleiben. Etwas ist unterwegs und damit können die Schützengeborenen in Tagen schon rechnen. Entweder eine Begegnung oder eine Nachricht oder eine Einladung. Also es ist in den Tagen, trifft das auch ein. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Was ich noch betone, das sind die Blitzberatungen. Geht auch blitzschnell. Was ist es? Wie funktioniert das alles? Es sind E-Mail-Beratungen. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können das gerne auch ausführlich schreiben. Ich nehme die Zeit dafür und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. So muss das auch sein. Immerhin sind es Blitzberatungen. Das bedeutet, noch im selben Tag, alles spätestens im nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.